Willkommen zurück in der wundervollen Welt von Nerim, meine Freunde. Wir machen an dieser super spannenden Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich bin persönlich schon richtig, richtig, richtig neugierig, was jetzt auf uns zukommen wird. Ich will dieses Mal auch gar nicht wieder zu lange schwatzen. Ach, da gibt es auch einen Weg. Zu lange schwatzen über irgendwelche Themen, die nicht direkt mit dem Dungeon oder der Stimmung von diesem Spiel zu tun haben. Oh, was denn da? Ich möchte da reinspringen. Mist, ich bin zu groß. Und wir legen einfach hier sofort los, machen direkt weiter. Das Einzige, was ich jetzt bisher gehört habe von euch, seitdem ich diese Folge hochgeladen habe, war... Ach, das war hier. Sehr gut. War, dass ihr gesagt habt, boah, dieser Dungeon ist einer der größten Dungeons überhaupt. Oh, Jesus. Da geht's schon los. Mehrere Stockwerke mit unterschiedlichen Gängen, das kann was werden. Ich wollte eigentlich am Anfang der Aufnahme sagen, hey, wisst ihr was? Ich mache es einfach ein bisschen dunkler dieses Mal, ein bisschen stimmiger, aber ganz im Ernst, Leute. Wenn ich nur noch so rumlaufen würde, dann würdet ihr wirklich nicht mehr viel erkennen. Hier geht es wieder in den offenen Räumen. Da ist es schön angenehm hell, aber die Gänge sind wirklich, wirklich dunkel. Wirklich. Ah, super. Noch einer. Ich werde mich einfach nie an die Geschwindigkeit von diesen Viechern gewöhnen. Die sind einfach viel zu schnell. Die sind und bleiben zu schnell. So, wo war ich gerade? Achso, der Dungeon wurde mir als riesig angepriesen, angekündigt und dass er mir ewig noch im Kopf bleiben wird, weil das ist eines der großen Dinge, die nach dem Nerim-Zocken noch einem von Nerim im Kopf bleiben. Da bin ich doch aber mal gespannt, was jetzt hier geschehen wird. Jetzt gehe ich gerade den offensichtlichen Weg. Oh Gott. Da kriegt man ja den Drehwurm. Der Drehwurm. Ey. Ich kriege kaum noch Schaden bei den Monstern. Auf dem Level, das sie sind. Oh, in der Ferne hört man die Glocke läuten. Hoffentlich nicht wegen mir, weil ich wieder irgendwelche magischen Dinge vollführt habe. Oh, ich spiele gerade mit dem Gedanken, nochmal komplett zurückzurennen. Da war nämlich noch ein anderer Weg. Oh, hier wird's wieder finster. Und der andere Weg war ein bisschen versteckter als dieser Weg. Oh, Leute, Leute, Leute. Das sieht hier mehr aus wie der offizielle Weg. Ich glaube, ich springe mal ganz schnell nochmal zurück und wir schauen kurz mal, wo mich der andere Weg hingeführt hätte. So, da sind wir wieder. Ich bin echt heiß darauf. Das sieht hier so nach "Finde mich und du findest was Tolles" aus. Wisst ihr, was ich meine? Ah. Oh. Okay. Ah, da haben wir doch noch was. Morgenlufttränke, eine Schriftrolle. Schade, ich habe mich gerade gefreut. Oh, guckt mal hier, da habe ich nicht vergessen. Da war noch ein kleiner Seitenarm. Aber wie mir scheint, hat dieser Seitenarm wirklich gar nichts Besonderes. Keine Kiste, ein einziges Fass ohne besonderen Loot, eine Rolle, ein Trank. Jetzt gehe ich wieder zurück, raus von hier und dann wird die Hälfte wieder von euch aufschreien. Hälfte ist natürlich übertrieben. Stone, da war ein Nerim-Zeichen. Wie so oft. Meine Liste von nicht gefundenen Nerim-Zeichen ist schon wahnsinnig lang. Also was heißt wahnsinnig lang? 4, 5 Zeichen sind schon drauf. Das ist aber auch genug meiner Meinung nach. Naja, ich bin gespannt, wie weit die Liste noch wachsen wird und wann wir diesen Nerim-Zeichen-Run machen werden. Also wann ich einfach mal in die
wilde Gegend aufbreche und nichts anderes mache, als einfach nur Nerim-Zeichen zu sammeln. Wollt ihr das überhaupt im Let's Play sehen? Keine Ahnung, wer weiß. Oder soll ich einfach nur immer wieder alles wegschneiden und immer nur schnell zu den Stellen hinschneiden, wo ich das Nerim-Zeichen einsammle? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich am vernünftigsten. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Wir werden dann sehen. Ich muss sowieso noch viele, viele, viele Dinge sehen, für die ich mich noch entscheiden muss im weiteren Verlauf, wie ich sie euch zeigen möchte. Genauso mit den Kopfgeldaufträgen. Ich habe von vielen von euch gehört, die gesagt haben, oh, ab hier konnte ich es gar nicht mehr lassen, der Hauptstory zu folgen. Die war so geil. Und wenn die wirklich so geil ist, will ich natürlich jetzt nicht hier, ne, mega lang abbrechen. Deswegen vielleicht nur kurz abbrechen und schnell zu den Orten der Kopfgelde-Quests hin und her springen. Wow, was war das denn? Ja, ja, Kampfmusik. Hör mir bloß auf. Du machst mich nur nervös. So, das hier, glaube ich, war der alternative Weg von diesem Startbereich. Genau, wir konnten hier oder hier lang. Sehr gut. Führt alles zusammen. Ich versuche mal, so gründlich wie möglich zu sein und alle Gänge mitzunehmen, die mir so angeboten werden. So, hallo. Ja. Und man hört die ganze Zeit diese Glocke. Kommt die vielleicht aus dem Untergrund? Oh, hallo. Cool. Ah, schade. Okay, weiter raus kann ich nicht. Ist hier einfach nur die Skybox, die nochmal eingefügt wurde. Gucke mal hier, das ist frische Luft, aber du kannst nicht wirklich nach ihr schnuppern, weil hier eine Plexiglaswand dazwischen steckt. Schade, schade, schade. Hübsch, 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 ja. Ein paar Gerüste. Haben wir hier auch wieder irgendeine verlassene Mine vielleicht? Ganz im Stil der Schattenrufmine. Es ist außerhalb auf jeden Fall sehr kalt, wenn wir schon überall hier den Schnee haben. Alles zugeschneit und vereist. Ohne Fackel geht auch, aber ist sehr finster. Und jetzt gerade habe ich wieder Lust auf die normale Fackel, weil die nicht so extreme Farbwerte liefert wie die anderen Fackeln. Aber das hier mit dem Lichtschein? Sehr hübsch. Nicht, dass jetzt ein Monster kommt, aber was ich gerade sagen will, was ich sehr, sehr schön finde, so größere Räume und Abschnitte ohne irgendwelche Monster, die auf einen zurennen. Wirklich Abschnitte, wo man mal stehen bleiben kann, sich das anschauen kann. Das sieht hier aus wie so eine kleine, verlassene, provisorische Kapelle, als ob irgendjemand hier gepredigt hätte oder Reden allgemein gehalten hätte. Ich mag es, die Sachen zu genießen, ohne gleich ständig mit Blitzen um mich schießen zu müssen. Hallo. Alter Höhlenpass, wir dringen tiefer voran. Oh, interessant. Man merkt richtig, dass der Eingang dieser Höhle sich im Nordreich befindet, unter dem Kloster, bei dem ganzen Schnee. Also ich habe wirklich kaum noch irgendetwas hiervon gesehen, aber ich bin jetzt schon von dem Design beeindruckt. Diese Schneesammlung, wenn man nach oben guckt, eine gähnende Leere. Ohoho. Ganz... Oh, Jesus. Gott, diese plötzlich springenden Sachen. Kleine Hinweise, Bögen, Pfeile, Tränke, Reparaturhämmer. Ich glaube, die wollen uns sagen, dass wir uns vorbereiten sollen. Oder sollten. Und es geht weiter hinauf. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass es weiter hinabgehen wird.
frische Luft durchs Fenster. Vielleicht das einzige Stück frische Luft, was wir in nächster Zeit noch riechen werden dürfen. Oh, das wird was, meine Freunde, ich sag's euch. Eiskristalle. Oh, ich liebe Eiskristalle. Hier wird's jetzt ein bisschen dunkel, aber da geht's lang. Sehr gut. Oh, da läuft mir doch ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Hohoho, ist das geil! Was ist denn hier los? Ist das der Eingang zur Zwergenstadt? Boah, ich sehe gar nicht, ob da Boden noch vor mir ist. Ketten an den Seiten. Creepy. Oh, 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 Angst. Oh. Was war das für ein Geräusch? Oh. Die Zugbrücke hat sich weggefahren. Oh oh. Das sehen aus wie Stacheln. Was war das für ein Aktivierungsgeräusch jetzt? Aha. Ah. Oh mein Gott. Oh Gott, da kommen ja richtig viele. Oh, liebe Jesus. Oh, ich bräuchte eigentlich hier meinen... Ich habe schon so viele getötet, es sind immer noch so viele. Ich brauche kurz mal meine Schattenflamme hier. Ausgezeichnet für große Gegnermengen. Jetzt öffnet sich hier auch etwas. Haben die etwas dabei? Nein. Dachte ich mir schon, noch eine Monsterwelle. Ist das hier eine Art Test oder sowas? Okay, jetzt testen wir mal den Zauber richtig aus. Oh, burn, baby, burn! Dieser Zauber... Oh! Ist geil. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, was für ein Fall! Um Himmels Willen war das krass und geil zugleich. Ich konnte leider nicht meine Waffe wegstecken. Wollte ich machen, damit man noch besser sich auf den Fall konzentrieren kann. Aber ich konnte leider keine Tasten drücken. Der hat mich gesperrt, während ich runtergefallen bin. Wow, 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 wow. Ich lasse es mal so ein bisschen finster jetzt absichtlich. Oh mein Gott, das war vielleicht ein Drop. Was wohl passiert wäre, wenn ich einfach den Höhlentrollen entgegengerannt wäre und einfach den Pfad entlang, wo sie rausgekommen sind, bevor ich alle getötet habe? Da kriegt man ja richtig kleine Nerdgasms die ganze Zeit, ist ja crazy. Sieht das geil aus. Hat die Lava eine neue Textur bekommen? Die sieht so feingliedrig aus. Die Textur, die drüber liegt, scheint auf jeden Fall feiner zu sein als die, die davor bei Oblivion verwendet wurde. Ketten, die von der Decke runterhängen, scheinbar irgendwelche Brücken oder Schächte über uns. Aus einem wir gerade gefallen sind, wie es aussieht. Boah, ist das riesig. Da hinten noch eine Brücke. Hier ist es wieder hell genug. Soll ich da ernsthaft rüber? Das ist ein bisschen schmal. Meint ihr nicht? Oh oh, okay.
Boah, nice, 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 nice. Was zum Teufel ist hier los? Oh. Oh, oh. No, no. Ha! Nein. Ha! Ich hänge fest. Nein. 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 God damn it. Was für ein Fail, meine Freunde. Ich war gerade eben auf dem Stein und habe nur gesehen, oh, da hinten ist noch etwas. Schaut, wenn ich hier war. Und hier sieht das so aus, als ob dieser Stein komplett hier rüber führen würde. Habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen und dachte, vielleicht kann ich darüber jumpen. Aber wie es aussieht, funktioniert das nicht ganz. Okay, man will ja nichts unversucht lassen. Ich möchte ja für mich und vor allem auch für euch alles Mögliche erkunden. Und falls es irgendwelche Seiten, Wege oder Pfade gibt, wollen wir die natürlich mitnehmen. Da oben ist es hell, da geht's wohl weiter. Nein, da drüben war nichts. Das war wirklich nur eine einfache umgestürzte Säule. Hier ist es gerade wieder ein bisschen finster im Eck. Umgestürzte Statuen. Nein, sonst ist hier nichts. Ein Tor, was wahrscheinlich sich direkt hinter mich wieder schließen wird. Nein? Okay. Keine Druckplatte auf der anderen Seite, die das aktivieren könnte. Boah, geil. Also es hat jetzt schon bereits alle Versprechen eingehalten, die mir gemacht wurden von euch. Damn it! Oh nein. Ich doch gewusst, dass wieder sowas passieren wird. Schockschaden widerstanden. Echt? Dann holen wir das raus. Sieht aber auch so ein bisschen eisig aus. Holen wir das raus. Yo, Feuerschaden hat am besten funktioniert. Zwergenwächter. Oh Gott, wir haben schon wieder diese Mistviecher hier. Obwohl die ja nicht mitleveln, die Monster bei Nerim, muss ich sagen, habe ich die hier immer noch am brutalsten Erinnerung. Wow. In Erinnerung im Vergleich zu Low-Level-Monstern. Boah, diese eingestürzten Säulen und Hallen. Man merkt richtig, dass man eine andere Zivilisation anfängt zu betreten. Oh, da hinten haben wir wieder irgendwelche Flammenatronarchen. Kümmern wir uns zuerst mal um den. Ich möchte nicht, dass er mir irgendwann in den Rücken fällt, wenn ich es nicht erwarte. Ein bisschen Frost gefällig. Froster ist für alle da. So. Dann jetzt mal weiter hier lang. Oh, ich liebe so riesige Dungeons, vor allem wenn sie so gut gemacht sind. Da könnte ich wahrscheinlich rüberspringen. Aber wahrscheinlich wollen sie von mir, dass ich die Treppe hochgehe und einmal außen rum wandere. Wisst ihr was? Bevor ich wieder auf irgendeinem Wege in der Lava lande, probiere ich es lieber erstmal so. Auf dem ordnungsgemäßen Weg. Hier verzweigt sich das noch weiter rein, irgendwelche Seitengänge. Was haben wir da? Da glüht irgendetwas. Oh, really? Ah, ein Rad. Ah, da drüben auf der anderen Seite habe ich was gesehen. Das sah aus wie ein Hebel und irgendwelche Schlitze. Da könnte man wahrscheinlich die Räder einstecken. I see. Moment kurz. Ich will nur den Trank. No, geh weg. War nur ein einfacher, aber wir sollten solche einfachen Dinge nicht unterschätzen. Wenn wieder ein Kampf kommt, wo ich 6 auf einmal trinken muss, dann wissen wir, dass ich das richtig getan habe mit dem Einsammeln. Hallo?
Oh, ist das eine Falle? Nein. Hebel scheint kaputt zu sein. Ja, hier kommen die Räder dran. Ich habe zwar da drüben, glaube ich, die Räder gesehen, aber... Oh, ein Thron. Moment kurz. Dann sieht doch das hier aus, als ob das weitergehen würde. Oh, gehen in die Leere. Ach nee, habe ich doch richtig gesehen. Ha. Aha. Bevor wir am Hebel hier ziehen, dann scheint es doch hier weiterzugehen. Und vielleicht werden wir auch hier drinnen noch drei weitere Räder finden, um diesen Mechanismus zu aktivieren. Eventuell, man weiß es nicht. Ist hier noch etwas Besonderes? Nein, okay. Außer Lava, Tod und Verderben und unendlicher Hitze erwartete mich nichts am Ende dieses Pfades. Oh. Ich pass mal lieber auf. Ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendetwas geschenkt bekomme an der Stelle. Noch eine Fackel, alles klar. Ich muss mich einfach immer auf solche Tröne setzen. Ich habe irgendwie ständig im Gefühl, dass ich irgendeinen Geheimgang aktivieren könnte, sobald ich mich auf so einen Thron setze. Höchstwahrscheinlich verärgere ich aber nur irgendwelche alten Völker damit. So, okay, die Räder sind gesammelt.